Defeat the Blue Team. Wir kriegen zwei von denen gesponsert. Ja, ich bin mir bewusst, was das Problem ist. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kann definitiv nicht stimmen. Und dann... Nope, das stimmt auch wieder nicht. es sind 14 plus 2, so rum. So. Die sollen den Schuss fressen. Dann probiere ich mal, vielleicht die so in die Luft zu jagen. Und dann probiere ich mein Glück einfach nur mit mehr Zeug. Irgendwie, irgendwas, sowas. Charge! Okay, ich bräuchte Thor theoretisch. Du hast deinen eigenen Kollegen gerade weggeäumelt. Du Vollidiot. Okay, er hat es zumindest schon mal in den Nahkampf geschafft. Wenn der es jetzt vielleicht noch schaffen würde, die auch zu besiegen, der hat auf die eingeprügelt und das hat den. Okay. Nice, die haben sich auf die falschen Idioten konzentriert. Piu! Sweet. Painty Boys sind ein Problem. Ein großes Problem, interessanterweise sogar. Das Ding. Ja, ich hab gerade nicht genug für das Ding. Zeig mir mal ein Thor, ein Kollege von denen und eine Handvoll Roadie Boys. Ganz bewusst so ein bisschen auseinandergezogen sind und von mir aus kann der noch bewacht werden. Ah, die Explosionssachen funktionieren. Oh, wir haben wieder Balloon Boys. Ich dachte, das sind normale Archers. No. Die Schimmelscheißer. Ha. Huh. Okay, ich sehe das Problem, ja. Bin mal ein bisschen lustig. Ich stell den absichtlich da oben rein. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ja, ja. What? Nein. Kann der da unten raus? Dom, de, dom, de, dom, de, dom. Wow. Es ist möglich. Hier gibt's einen Weg. Das ist ein bisschen cheesy. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es so funktioniert. So, jetzt kommt die große Frage, ob er es gegen Da Vinci schafft. Nope, er schafft es nicht durch die Tür. Was sogar sein Vorteil sein könnte. Oh, goddammit. Er steht da einfach und wartet. Wartet, dass er wieder seine Ladung da einsetzen kann. Wunderbar. Da war vermutlich nicht zu 100%ig fair, aber... Okay, Piraten. Auch einige dabei. Okay, das Problem ist... Das sind einige, die hier schießen können. Wie sieht denn das aus, wenn ich einfach nur einen ganz absichtlich da vorne hinstelle? Und der Rest absichtlich hier hinten wartet. Meine Idee ist nämlich, dass die alle auf den einen da schießen. Alle... Na, sie haben nicht alle ihre Munition aufgebraucht, denn die haben... Die Kollegen in der Mitte haben mehr oder weniger... Okay, jetzt haben wir hier so ein Problem. Jetzt musst du... Nice, okay, das war ein Anfang. Oh, und er hat sogar überlebt, wenn ich sehe, wie die sich alle auf den fokussieren. Wenn er vielleicht noch einmal einen Blitz einsetzen kann. Nice, 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 nice. Wow, okay. Also ich glaube mal trotzdem, der erste... schön gemacht. Zum Glück haben wir trotzdem gewonnen. Der erste Kollege, der hier stand und wirklich einfach abgeschlachtet worden ist, der hat so viel Treffer gefressen. Oh, okay. Gleiche Idee wie auch hier. 1, 2... Okay, auch hier ist wichtig, die müssen abgelenkt werden.
Ah, vielleicht. Und gib dem auch nochmal so ein bisschen Schutz. Irgend sowas. Ah, das hat leider nicht unbedingt das weggehauen, was, glaube ich, das Gefährlichste war. Ich glaube, die Pirate Queen darf nicht unterschätzt werden, weil die hat so ein paar Dance-Moves drauf, die durchaus gefährlich sind. Aber wenn wir es jetzt schaffen, dass vielleicht... No, 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 no. Thor muss eigentlich in den Nahkampf gehen und... Trotzdem funktioniert. Die Idee war eigentlich trotzdem, dass der Kollege in aller Ruhe aus der Entfernung schießt. Oh, shoot. Okay. Ja, das sind Probleme, die ich vermutlich gar nicht mal so einfach bewältigen kann. Boah, da hinten sind auch noch mal welche von denen. Okay, ich glaube, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wow. Sind die unverwundbar, wenn sie in ihrer Flatterform sind? Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass gerade dadurch, dass die explodieren. Deswegen muss ich das Ganze wirklich so timen, dass die verwandeln, den angreifen und dann explodiert werden. Es kann natürlich auch einfach sein, dass der explosive Schaden zu wenig ist. So, und dann hier. Hier werde ich tatsächlich, denke ich, einfach mal versuchen, mit so viel Masse anzutanzen, dass Gandalf einfach nicht angegriffen werden kann, so einfach. Das war denen schlichtweg scheißegal. Also das ist interessant zu beobachten, dass auf einmal Explosionen keinen Schaden anrichten. Denn das wirbelt natürlich dann jetzt auch wieder einiges durcheinander. Wie sieht denn das aus, wenn ich da einfach Boxer hinstelle? Aber noch ein bisschen mehr. Und ich sag einfach mal. Achso, nee, die sind zu teuer in der Logik. I don't know. Irgend so was. Irgendwas, der ablenkt. Nope, auch die Boxer werden einfach zerlegt. Das wirkt wieder nach einer Mission, die wieder mal sehr, sehr schwer ist, weil auf einmal Elemente hier machen können, was sie wollen, mit denen ich nicht so unbedingt rechne. Entsprechend. No, ist das Stärkste, was ich im Angebot habe, ist der Kollege. Vielleicht auch hier einfach so die Idee verfolgen, mehr Leute zu haben, die sich einfach darum kümmern. Während da versucht wird, durchzubrechen. Ja, das Wichtige ist meines Erachtens, und das ist das Problem, dass ich nicht es schaffe, die Swordcasters als erstes anzuvisieren. Und spätestens wenn die schießen dürfen, ist es denen scheißegal. Das vermute ich auch nicht tun. Trotzdem hier einfach versuchen, mit Masse vielleicht zu kommen. Noch mehr Masse. Muss ich vielleicht einfach so viel Masse im Angebot zu haben, dass die gar nicht erst großartig da was zu lachen haben. Wo ich immer noch die Gefahr einfach sehe, dass dadurch, dass Gandalf halt meint, die dummsten Gegner anzuvisieren. Das ist schwer. Das ist unendlich schwer mal wieder. Weil ich mit der Anzahl auch nicht viel anfangen kann. Ich meine, ich kann es gerne mal versuchen, einfach einen Thor zu nehmen. Und Thor wird ganz absichtlich jetzt hier so geschützt. Dass Thor sich erstmal um die eine Richtung kümmert. Auch wenn ich hier schon wieder das Problem sehe, dass er schon... Ja, also Thor ist theoretisch stark, aber ich habe das Gefühl, in der Sekunde, in der die Masse kommt, verliert er. Das nochmal umgedreht.
dass der so eine Art Schutzschild genießen darf. Dass er wirklich gerade vor den Swordcastern, die aus irgendeinem Grund schon wieder machen können, was sie wollen. Nope. Not in it. Also, gucken wir mal. Persons sind insgesamt zu schwach, um andersweise was zu tun. Die sind also wirklich reine Mirchils. Was nicht falsch wäre. Jedoch ist hier, glaube ich, nachhinein nichts, was uns ernsthaft so weiterhilft. Nö. Dadurch, dass wir hier eingekesselt sind, bringt es mir nicht, meine Leute festzuhalten. Poacher. Ich weiß nicht, was sie hier zerstören. Man würde sich ja hoffen, dass die Poacher theoretisch auf die als erstes schießen, aber die kommen ja schlichtweg nicht dazu. Dementsprechend, selbst wenn wir mal sagen, okay, zwei Stück hier pro. Und wir stellen ein paar von denen hier ab, die hoffentlich vielleicht hier helfen und dann so lange überleben, dass sie hier helfen. Wenn die nämlich die beiden irgendwie jetzt erst erreichen würden, wäre das schick. Blow Data ist so mein Problem, dass die zwar theoretisch stärker wären, aber die kommen eher durch das Gift. Und Gift hilft mir nicht. Pike, die müssen sich zu viel hier gefallen lassen und die können nicht ihre Pikes aufheben. Die verlieren die Pikes an ihren einzelnen Angriffen hier und vielleicht ist das hilfreich, aber dafür sind sie dann zu teuer. Die Roller Boys. Das Problem ist, dass die Roller Boys warten müssten. Die müsste irgendwie es schaffen, dass die absichtlich zum Warten gebracht werden. Und dann losrollen, nachdem die vielleicht besiegt worden sind. Vielleicht ist das die Strategie. Absichtlich wieder hier einige Leute hinstellen. Da stelle ich auch jetzt absichtlich nochmal hier mehr hin. In der Hoffnung, dass das zu was führt. Von mir aus stelle ich auch nochmal zwei hier hin. Gott, der hat sich einfach... Okay, also, es ist ein Unterschied, ob man jemanden mit einem Sprenggürtel hat oder jemand, der auf einem Fass balanciert. Der Kollege stand da, hat gesehen, Gegner, boom, hat sich selbst in die Luft gejagt. Ich dachte wirklich, der Witz ist, entweder rollen die in die Gegner rein und machen Kaboom oder die werden besiegt und machen Kaboom. Aber der stand da, hat den Gegner in der Nähe gesehen und dachte, ja, das ist mein Einsatz. Ja, irgendwie gucken, irgendwie hoffen. Da ist vielleicht wirklich auch einfach das Problem, Gandalf kann zwar gegen schwache Einheiten was machen, aber jedoch scheinbar nicht. Schade. Es sah aus, als hätte vielleicht einer von denen so ein bisschen die Chance gehabt. Also ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwas, was mir hilft... Oh, okay, das kostet alles zu viel. Deswegen überlege ich gerade, wie ich die am besten platziere. No, also der bringt es zum Beispiel nicht, weil er es zum Beispiel dann nicht schafft, mehr zu besiegen. Ich muss irgendwie Gandalf beschützen. Irgendwie, dass wenn dann tatsächlich die Swordcaster in unsere Nähe kommen... No. Also, auch hier wieder so geführt eine Map, wo mir einfach so 1000, 2000 Punkte fehlen? Und das ist so das Interessante. Ich weiß schlichtweg nicht, welche dieser Einheiten angeblich gegen die helfen. Meine, lass uns nochmal neu setzen. Wir... No. Chariot wird vermutlich einfach zerstört. Ich probiere es trotzdem mal. Der Chariot hat vermutlich einen Ritt und das war's. Ich könnte maximal noch überlegen, ganz bewusst ein paar von denen hier so hinzustellen, in der Hoffnung, dass die erstmal nicht sofort angesprungen werden. Aber halt auch dann wieder. Jetzt, wenn ich sage, ich habe hier noch zwei Rollerboys.
Das ist es alles nicht wirklich. Gott, was war das denn? Der schafft es nicht mal gerade durchzurennen. Also dann hast du einfach für mich das Problem. No. Ich brauche irgendwas, was dich hier schnell besiegt, was gefühlt nicht existiert. Vielleicht ist es das. Habe ich wieder gesagt, okay, machen wir drei diesmal erstmal so. Dann machen wir so eine Reihe von denen dahinter. Und dann Thor vielleicht? Aus irgendeinem Grund hat Thor wieder die Angewohnheit gehabt, in Nahkampf zu springen. Ja, und wie man sieht, die Dinger werden zu schnell vernichtet. Deswegen, selbst wenn ich sage, okay, Thor, wart mal bitte eine Sekunde. Renn mal nicht sofort in den Kampf. Und ich schmeiß nochmal hier ein paar extra Leute hinzu. Irgend so was. Damit Thor vielleicht auch nochmal hier aushilft. Okay, ich hatte gesagt, er soll in die Verteidigung gehen, hat es dann geschafft, in die Offensive zu gehen. Deswegen, du siehst, das große Problem hier ist schon wieder, dass Thor es nicht mal geschafft bekommt, sechs Vampire zu besiegen. Deswegen hier fühlt sich es ernsthaft danach an, als gäbe es. Deswegen, lass uns nochmal probieren. Es muss irgendeine Einheit geben, die hier tatsächlich mir helfen kann, die zu verhauen. Du bist doof. Das Problem ist, die sind so teuer. I don't know. Ich probiere einfach mal weiter. Einfach mal gucken. Vielleicht sind die Boxer, wenn sie nicht sofort angesprungen werden, diejenigen, die hier den Unterschied machen. Wo wurdest du denn hier boxt? Der hat die K.O. gehauen. No, hat er nicht. Never mind. You all fucking suck. Wow. Dachte wirklich, die haben die halt K.O. gehauen. Das ist einfach wahr. Dass die halt, wenn sie die Distanz erstmal haben, wenn sie nicht sofort angesprungen werden, sofort an die Kehle gegangen werden, dass das es vielleicht tun würde. Aber auch das scheint eine Lüge zu sein. Auch wenn es leider kurzzeitig zumindest mal danach aussah. Es sieht aber auch halt danach aus, als wäre der Boxer sowas von betrunken. Gerade im echten Leben Box. Oh Gott. Es haben nicht mal geschafft, die Dreckskinder zu besiegen. I don't know. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Aber ich bleib dabei. Es gibt leider zu viele Level in diesen Campaigns. Und zugeben, prozentual ist es vermutlich nicht so viel, wie ich es jetzt hier miterlebt habe. Wo ich das Gefühl habe, es gibt eine Lösung und auf diese eine Lösung wurde diese Punktzahl reduziert und mehr kriegst du nicht. Wenn du es nicht findest, hast du einfach schlichtweg geschissen. Dementsprechend, die Boxer tun es erneut, nicht? Deswegen, das große Problem ist, man hat ja schon gesehen gehabt, der hat aus irgendeinem Grund sich dann auf die fokussiert gehabt, also auf die Kollegen hier hinten. Und sehr häufig verballern die einfach ihren einen wichtigen Schuss, den sie haben. I don't know. Alles danach wird zu teuer. Ich habe nicht genug Geld, um höher als Thor gehen zu können. Und Thor alleine ist es leider nicht. Deswegen würde wenigstens sowas wie der Pharao tatsächlich mehr tun als gefühlt gar nichts. Dann wäre das schon mal was. Auch hier wieder. Ich glaube, die haben es einfach überlebt. Ja. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn die Vampire auf einmal meinen, von hinten auf einen losgehen zu können. Wir haben wieder mal beide überlebt, plus einer dieses Mal. Ich habe jetzt hier in dem letzten Teil mit The End
und auch dieser Map Hungry Ghouls and Vampires viel zu viel Zeit mit verbracht. Versucht, versucht, versucht. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin's leid, nicht deren Schwachstelle zu finden. Und dementsprechend, auch hier wieder erneut, ich habe nachgeguckt und ich sag's ganz offen, schon ein bisschen damit herum versucht und es funktioniert zum Teil schlichtweg einfach nicht. Und das ist, denke ich, einer der bisschen größeren Probleme. Zum gewissen Grad, einerseits ist es cool, dass man realisiert, oh, eine Einheit, die zum Beispiel in gewisse Richtungen springen kann. Wenn man die besser positioniert, kann gewisse Sachen wirklich besser funktionieren. Das klingt ganz nett, aber wenn man theoretisch in dem Fall die Lösung sieht, aber das Positioning der Einheiten, angeblich in dem Fall die Poacher und Blowdarts, die gegen die funktionieren sollen, nicht zu 100% akkurat ist wie in dem Video, wo ich es gefunden hatte, dann funktioniert das schlichtweg nicht. Einfach um hervorzuheben, angeblich soll die Fähigkeit der Poachers sein, dass sie auf die Vampire schießen und sie besiegen, bevor sie sich verwandeln können. Das heißt also, das Spiel startet, die machen Piu, die sind besiegt und damit haben wir genug Leute, die sich wiederum auf all das hier konzentrieren können und gleichzeitig genug Leute existieren, damit wir die schnelle Angriffsfähigkeit von den Swordcasters überleben. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird nicht funktionieren, einfach weil sie warten, sie warten, sie haben ein paar erschossen, aber solange sie meines Erachtens nicht mindestens 5 von denen sofort erschießen, funktioniert das nicht. Was also auch jetzt hier wieder bedeutet, ich werde damit weiter versuchen dürfen, weiter minimale Veränderungen haben, machen, wie auch immer, und mich zurückmelden in der Sekunde, in der es dann auch mal funktioniert. Frustrierend. Okay, die Blowdarts in der Mitte. Die mit ein bisschen Glück. Nice. Wow. Wow, 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 wow. Holy shoo, wow. Okay, also, das ging auf einmal bei Weitem schneller, denn in dem Video hatte jemand anderes, ich nenne einfach mal seinen Namen, Yellow Titan, eine Alternative gepostet, denn auch hier der allererste Satz, absolutely fails every time, this level is fucking bullshit, Poachers were nerfed, so now it doesn't work, was immer das größte Problem ist. Und zugeben, man sollte ja eigentlich nicht nach Lösungen gucken, aber wenn man dann halt gefühlt 2 Stunden nur an 2 Leveln sitzt, auf jeden Fall die Idee, und tut mir leid, dass ich das jetzt hier nicht so 100% zeige. Wir haben hier unten 2 Vampire, davor haben wir einen Poacher und einen Gandalf leicht dahinter stehend. In der Mitte bei den beiden Paaren hatten wir 2 Poacher und 3 Blowdarts, übrigens alle 3 es überlebt haben. Und hier oben die gleiche Idee, ein Poacher, ein Wizard. Und der Wizard hätte Nummer 2 oder Nummer 1, wie auch immer, hätte fast überlebt. Der hat es irgendwie überlebt, obwohl er gefühlt mehr Viecher in sich drin hat. Und es hat irgendwie alles funktioniert. Nice. Endlich. Oh boy, the Reaper's Skeleton Army. Wir haben Katapulte, wir haben Reaper, wir haben Kleinvieh. Hier haben wir ein paar. Okay, also das größte Problem kommt von da drüben. Ha. Ich frage mich ja, ob ein Pike es theoretisch schaffen würde, den Reaper mit einem Pieks umzuhauen. Und dann ist die große Frage, was wir sonst da noch so reinwerfen. Ich probiere einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich ein Wizard mir hier helfen würde. Ich stelle einfach mal ein paar Boxer hier in die jeweiligen Richtungen. Und fokussiere einfach mal noch einen Wizard hier hin. Und I don't know, irgend sowas. Und einfach hier noch so ein paar, die einfach nur die da hinten ablenken sollen. So, der hat die da in der Mitte aufgesammelt. Thor kümmert sich mit ein bisschen Glück um den einen Kollegen, den Reaper. Die Boxe da oben haben ihre Aufgabe bisher relativ gut überlebt, aber nope. Ich brauche jetzt ein bisschen Glück mit dem Reaper. Oh, oh, der eine ist da reingezogen worden, hat's aber überlebt. Come on, come on, come on. Achtung, Sprengsätze kommen von hinten.
Nice, sie treffen nicht. Ich denke, das haben wir sogar mit dem Wizard jetzt hier. Oh, der hat es überlebt. Das ist natürlich ulkig zu beobachten. Oh no. Huh. Oh. Das sah aus, als hätte er das fast getankt. Aber es ist gerade so über und rüber gesprungen. Ja, also bleibt dabei. Gerade im Vergleich zum Kontrast hier mit dem Level davor. Oh no. Protect the Boxer. Nochmal ganz kurz näher ranzoomen. Okay. Wir haben Schützen. Und ich nenne sie mal Miner. Ja, das war nicht die Idee, wie immer. Die falsche Taste und dann noch die Kamera durchdreht. Meine Frage ist, ob andere Boxer theoretisch es schaffen, die zu beschützen. Gib mir mal das so ungefähr. Vielleicht können die Blaudarts. Ne, die Blaudarts sollten sich nicht um die kümmern. Die sollten eigentlich die Ganzlinge ausschalten. So, wir müssen jetzt aufpassen, der eine Boxer. Okay, nice, der ist schön weit weg. Und die Boxer übernehmen das meines Erachtens. Ja, richtig schnell, richtig gut. So, defeat the blue, protect the tank. Da hast du ja, oh, okay. Da sind dann doch nochmal ein paar mehr hier hinten. Das ist wichtig, die sind mit nochmal ganz kurz. Bock. Ich knall dagegen. Das ist ein fester Gegenstand. Viele Schützen. Diesen Sand zu beobachten. Ganz kurz aber mal allgemein gucken. Wie sieht es aus? Ja, okay. Also das war zu erwarten, dass die vermutlich sehr viel Schaden fressen. Und wir müssen also irgendwas machen, damit die beschützt werden. Wie sieht's aus, einen Thor hier vorne hinzustellen? Eine Handvoll Peasants absichtlich, obwohl, da müssen wir aufpassen, dass die Peasants vielleicht so ein bisschen cleverer auseinandergezogen werden. Dass sie sich einfach um die kümmern, während der Tank da hoffentlich so ein bisschen die Arbeit übernimmt. Aber nur so auch als Ablenkung zum Teil. Damit sich die Einheiten um das Falsche kümmern, während der Tank die eine Seite so ein bisschen... Oh. Interessant zu beobachten. Wenn man selber erstmal so sehen durfte, wie Tanks überhaupt nicht funktionieren. Gefolgt dann, wo sie funktionieren. Machen wir das mal so. Vielleicht können gerade die beiden Hottehüs. So halbwegs haben sie die da mitbekommen. Wäre vielleicht noch schöner, wenn sie beide davon... Ha, okay, also das große Problem scheint wohl schlichtweg zu sein. Und deswegen werden wir vielleicht einfach mal hingehen, Thor so ein bisschen mehr zentral stellen, mit der vielleicht so ein paar dieser Schüsse einfach frisst. Okay, Thor wird einfach überrollt. Super Arbeit. Aber das hat's irgendwie getan. Ja, das ist immer so ein bisschen ulkig. In den vergangenen Protection Missions, die VIP Missions, da war es immer der Fall, dass die VIPs meistens eher die schwächeren oder Support Units waren. Hier, das Ding hat für die meisten Sachen dann allein übernommen. Und damit haben wir das dann auch schon wieder geschafft. Okay. Well then. Thank you for playing through the Legacy Campaign, showing the faction where some beloved units make their return. Ja, und dann darf ich jetzt im Nachhinein feststellen, ich hatte das eigentlich in zwei Teile aufgeteilt, weil ich dachte, oh, das wird vermutlich alles noch so ein bisschen schwerer sein. Das heißt, ich werde mal ganz kurz auch so ein bisschen Zeit investieren und muss ja noch gucken, wie ich das besser mache, indem wir einfach mal so ein bisschen in die Sandbox springen. Und so ein kleines bisschen herumspielen. Und zwar, wir haben hier Custom Factions, die will ich einfach mal so ein bisschen präsentieren und einfach mal so ein bisschen diesen Sandbox-Aspekt auch ausnutzen, einfach um so ein bisschen Spaß daran zu haben. Lass uns erstmal hier starten mit einer meines Erachtens großen Sache, die ihr so überhaupt nicht vorkam. Ich hatte irgendwie gelesen gehabt, dass die also der finale Boss sein sollen. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir nicht nochmal irgendwie eine Secret 2 Legacy Campaign oder ähnliches auftaucht, wo dann halt die wiederum, weißt du was, wenn ich jetzt hier gerade schon bin, Tabs Super Peasant. Ich will einfach mal nur herausfinden, ob da irgendwas hervorgehoben wird bezüglich Extra-Kampagne oder ähnliches.
It's the strongest unit. It flies at a ridiculous speed to unlock appearance usage. No. Aber interessant zu beobachten. Und zwar, es wird gleich beschrieben, wie stark Dark Peasant gegen Super Peasant ist. Also, starten wir einfach mal ganz simpel hier. Die beiden Seiten. Und gucken, wie das Ganze verläuft. What? Deswegen, da hat diese ganze Artillerie hier miterlebt, aber so wirklich verstanden, was da passiert ist, hatte ich jetzt nicht. Also, gehen wir mal angeblich zu dem Punkt hin, wo es angeblich für den einen Kollegen immer noch machbar ist zu gewinnen. 1, 2, 3, also da steht ja auch da unten, 8 Stück. Angeblich soll er sich gegen 8 von denen auf einmal anlegen können. Der Kollege ist wirklich sehr flott, aber ich weiß nicht, wo er hin ist. Okay, da in der Mitte ist er wieder. Aber er kriegt definitiv diese Hände, Fragezeichen, doch sehr stark weiterhin ab. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr interessant zu beobachten ist. Wie merkwürdig sich gewisse Sachen doch verhalten. Weil er läuft ja definitiv auf seinen Gegner zu. Aber ich sehe den Gegner nicht. Und das passiert gerade auch so bei den ein oder anderen Workshop-Einheiten, dass die ganz gerne einfach mal durch die Map fallen. Aber weil sie theoretisch zu mächtig sind oder ähnliches. Okay, also ich weiß nicht, was da passiert, aber das sah aus, als hätte der die relativ sicher besiegt. Also gehen wir mal in die nächste Richtung. Und zwar, wir fügen hinzu Dragon Ball, One Piece, von mir aus Naruto, One Punch Man, Super Balance Marvel und DC. Da sind nämlich einige richtig starke Einheiten drin. Dementsprechend starten wir doch einfach mit Dragon Ball und Son Goku. Es gibt hier, weiß ich, wie viele Leute das bewusst ist, die legendäre Diskussion unter Nerds, welche Einheit, welcher wäre in einem Kampf stärker, Son Goku oder Superman? Eine Antwort, die scheinbar nie gefunden werden kann, aber danke diesem sehr akkuraten Battle Simulator können wir das vielleicht herausfinden. Okay, das ging überraschend schnell. Wie sieht's aus? Bulma kostet 800, Krillin kostet auch 25.000, Piccolo kostet. Okay, wir gehen einfach mal hin, fügen alle von denen hinzu. Son Goku ist mit dabei, Vegeta ist dabei, Bardock ist mit dabei. Trunks, Son Goten, Master Roshi, yep. Yamcha mit 25.000, genau. Tenshin Han, Chaozu mit 25. Android, yes. Beerus, von dem müsste ich eigentlich viel erwarten. Whis dürfte eigentlich gar nicht hier dabei sein, in Theorie. Android, Freezer, Raditz, Nappa, Sarbon, Dodoria, Jeez, Berta, Guido, Rikum, Captain Ginyu, Cooler, dann einige Einheiten, Perfect Cell, Broly, Babidi, what? Dabura, der sehr merkwürdig aussieht, Kid Buu, Teen Gohan, Kid Gohan, alright, Kid Trunks, wichtig dabei haben, ich nehme sie einfach mal alle rein, weil ich nicht glaube, dass sie gewinnen. Fat Buu, Super Buu, Super Buu, Piccolo, Gotenks, Gohan, Gotenks, holy shit, Gotenks erneut, Vegito, Gogeta, Chi-Chi, Videl, Best Girl, Launch Good und Launch Bad, wow, okay, Bad, Mr. Popo, viel zu wenig Punkte, Kami, Nail, Jiren, Mr. Satan, yes, 800 Punkte, Android 16, Cyberman. Da muss ich auch nachher noch Bulma wieder einschmeißen. Dr. Gero. Also das ist interessant zu beobachten, dass zum Teil so überhaupt nicht die Punkte clever durchdacht worden sind. Na, sieht man, da haben sie mit dem Original hier Bulma ganz nach vorne. Bulma hatte immerhin, ja, eine Uzi. Nice. Okay, alle Dragon Ball Charaktere gegen den einen Kollegen. Das könnte jetzt anfangen zu ruckeln. Nur mal so nebenbei. Okay, irgendwo ist der Super Peasant. Huh.
They defeated Team Blue. Interessant. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin davon ausgegangen, so sehr, wie der sich da reinarbeitet, dass er einfach alles und jeden in höchster Geschwindigkeit besiegt. Okay, dann probieren wir doch mal. Man müsste eigentlich hingehen und sagen, und Winner stays. Und das können wir ganz gerne machen, denn ich gehe davon aus, es gibt einen Helden hier oder eine Einheit, die sie schlichtweg nicht besiegen können. Und zwar erinnert ihr euch an die Punkte für die jeweiligen Charaktere. Treffen wir mal auf Saitama von One Punch Man. Seine Anzahl geht einfach mal ins Minus. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob er die besiegen kann. Ich habe gesehen, dass Saitama besiegt werden könnte. Aber er ist so stark. Ich habe gleichzeitig auch mal die Einheit übernommen gehabt. Und da waren hunderte von Einheiten, die ihm schlichtweg keinen Schaden gemacht haben. Oh, ein Heiler ist da mit dabei. Interessant. Ja, er steht immer noch. Freezer steht ganz hinten mit dabei. Wir haben immer noch Launchpad. Wir haben, glaube ich, Kid Gohan. Ich finde es überraschend zu sehen, wie viele von denen es bisher überlebt haben. Aber das könnte natürlich auch der Fall sein, dass die schlichtweg bisher noch nicht auf die Fresse bekommen haben. Aber man sieht, so nach und nach fallen unsere, ich hätte jetzt gesagt, Z-Fighters, aber das stimmt ja zum Teil dann mittlerweile auch nicht, weil da sind viel zu viele Leute da drin. Oh, God of Destruction wurde zerlegt. So, und jetzt sind noch die interessantesten Leute mit am Start. It's Whis, it's Kami. Launch hat sich gerade verabschiedet. Oh boy, okay. Oh, der Heiler lebt immer noch. Wow. Das ist natürlich beeindruckend zu beobachten, dass. Dass scheinbar seine Heilfähigkeit so stark ist, dass es überlebt mehrere. Wow. Mehrere Punches von One Punch Man Saitama zu überleben. Fragt mich nicht, was er da rauspopelt. Und ob es überhaupt ihm Schaden macht. Okay, das war's jetzt für ihn. Kein Heiler mehr. Das heißt also, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt muss er tatsächlich, wenn er gewinnen will, das aus eigener verbleibender Kraft erreichen. Er hält viel aus. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein Kampf, wo aus irgendeinem Grund Whis zu geben. Er ist vermutlich einer der mit stärksten im Dragon Ball Universum. Das einfach nur gewinnt, weil er unendlich HP hat. Ich frage mich, ob seine, was auch immer das sein mögen, Pilze oder wie auch immer, tatsächlich Schaden anrichten. Und ich weiß nicht, was da hinten zum Teil los ist. Das klingt zum Teil wirklich sehr ungesund. Es ist beeindruckend zu beobachten, denn. Es ist nicht so, als würde er zum Beispiel hier nur mit diesen komischen roten Bällen um sich werfen. Da wären schon einige kräftige Schläge ausgeteilt. Ja, da war so die kurze Situation dabei, wo er einfach nicht mehr aufstehen wollte. Also, es ist schon ein beängstigender Unterschied, wenn man überlegt, wie viele hier hinten doch sehr schnell. Was ist das denn? Ich weiß, es ist Boo, aber. Ich frage mich, ob das, was er da an dem hinterlässt, weil er hat ja irgendwelche Pilze auf dem Kopf, ob die ihn langsamer machen oder ähnliches oder schwächer. Ich würde am liebsten mal ganz kurz in die Reihen weg. Ja. Defeated the Blue Team. Was also bedeutet, Dragon Ball hat theoretisch tatsächlich gewonnen gehabt. Nicht schlecht. Ha.
Das heißt, also ich müsste jetzt theoretisch eigentlich auf der Ecke bleiben, aber ich bleibe einfach mal mit Saitama. Und wir gehen einfach mal zu DC über. Denn, wie gesagt, die große Diskussion ist immer Goku gegen Superman. Jedoch kann ich hier schon verraten, aber weil ich selber getestet habe, die Goku-Version ist schlichtweg nicht gut genug, um gewinnen zu können. Ich habe alle Supermans ausprobiert und die kriegen es alle nicht gebacken. Also gehen wir einfach hin und Superman Rebirth. Aha. Da kenne ich mich so überhaupt nicht aus. Gucken wir mal, wie vier Supermans aussehen würden gegen einen Saitama. Das sah leicht ungeschickt aus. Wo er sich einfach zu Boden hier. Wow! Das war ja wirklich ein Anime-Punch schlechthin, wo er so richtig schön weit weggeäumt worden ist. Aber wie man sieht, drei von denen haben sich bereits verabschiedet. Mit anderen Worten, solange es nicht mit der Masse geklärt wird, gewinnt Saitama sehr, sehr häufig. Dementsprechend, ich will einfach mal kurz hervorheben, die andere Situation, die ich miterlebt habe, wie Saitama hier verloren hatte, war ebenfalls aus One Punch Man mit interessanterweise nicht Boros, der ebenfalls sehr, sehr viele Punkte hat, sondern einer abartigen Menge von, wenn ich ihn finden würde, wenn einige dabei, die ich gar nicht bisher getestet hatte. Das ist jetzt gerade so sehr. Und zwar Metal Knights. Eine abartige Menge von Metal Knights kriegt es theoretisch gebacken, den Kollegen im Schach zu halten und zu besiegen. Gucken wir mal, ob das auch hier wieder passiert. Zugeben, ich habe jetzt nicht darauf geachtet gehabt, wie viele das da waren, als ich es mal getestet habe. Aber da kommen so viele Explosionen bei drum, dass sie den einfach in Schach gehalten hatten. Aber zugeben, es war auch eine andere Map. Also bitte fragt mich nicht, ob der da irgendwie ins Wasser gefallen war oder ähnliches. Aber er wurde definitiv in der Wand gedrückt und festgehalten. Ebenfalls sehr interessant zu beobachten. Metal Knight läuft vor Saitama weg. Das heißt also, wenn sie ihn tatsächlich festhalten, dann können sie unendlich lange vor ihm wegrennen. Obwohl es auch welche gibt, die gelegentlich in den Nahkampf gehen. Da ist nämlich gerade genau einer mittendrin. Ich bin mal so frei, gehen nicht zu nah ran, denn man sieht, die Explosionen sehen meines Erachtens wirklich gut aus, aber sie tanken die Performance extremst. Aber das ist natürlich immer wichtig. Ich kann in die Mitte gehen, um herauszufinden, wie viel Schaden er genommen hat. Bisher sind es null. Er hat einen vollen HP-Balken gehabt. Also, ich werde das jetzt nicht unendlich in die Länge diesbezüglich ziehen. Und ich werde auch vermutlich nicht mit Saitama weiterarbeiten. Sondern wir werden einfach mal so ein bisschen weiter gucken, was wir hier haben können. Und die einfach mal so ein bisschen gegeneinander werfen. Dementsprechend, man kann auch ganz gerne mal so ein bisschen auf One Piece gucken. Und da möchte ich mal ganz kurz Zoro zeigen. Und zwar können wir ganz gerne mal Zoro machen. Ich weiß nicht gerade, gegen wen hatte er gekämpft, wo der Kampf relativ interessant war. Okay. Man kann natürlich einfach hinten gehen, irgendwelche normalen Einheiten nehmen, einfach sagen, oh, da ich das zum Beispiel aktuell im Wano-Arc sich befinden. Wie sieht es denn aus, wenn er da ebenfalls gegen eine abartige Menge von Samurais kämpfen würde? Ich gehe mal wirklich hier. Abartig. Dann können wir auch ganz gerne mal gucken. Secret Units, da haben wir ja auch mittlerweile so einige, die ebenfalls so aus dieser Ecke kommen. Ich muss sie nur finden. The Samurai Giant. Da können wir ganz gerne mal so ein paar dahin werfen. Den Shogun. Da werden man, würde ich normalerweise nicht so viele von haben, aber das soll mir erstmal recht sein. So, dann können wir mal ganz kurz gucken. Ein Zoro in seiner normalen Form. Er hat zwar theoretisch seinen Bandana an, aber er hat eine interessante Superattacke. Ja, da sieht man, das ist schon ein bisschen zu viel. Und zwar hier, er springt weg, zischt in die Gegner rein. Die Gegner werden alle festgefroren und dann keine Ahnung, was er mit seiner Waffe wirklich macht, aber die Gegner fallen in Anime-typischer Manier alle dann zu Boden. Und viele von denen werden dann auch wirklich besiegt. Ansonsten, ihr seht genauso wenig wie ich. Denn man sieht, es wird dann alles so ein bisschen blurry. Aber ich frag mich. Ah, ich sehe. Ich sehe, wo Zoro seine Fähigkeit her hat. Denn die Shoguns haben diese Fähigkeit ebenfalls. Ja, und das ist immer so das Wichtige. Viele Sachen, die man hier in diesen DLCs, in diesen Workshop-Einheiten vorfindet, ist einfach von anderen Einheiten geklaut. Klar, die sind zum Teil selber designt, dass man erkennt, zum Beispiel hier in dem Fall bei One Piece, die unterschiedlichen Charaktere wieder. Aber ich glaube, von dem, was ich bisher gesehen habe, hat keiner
wirklich interessante neue Fähigkeiten. Das wurde dann einfach nur von anderen so ein bisschen übernommen. Was in Ordnung geht, so ist nicht. Das sah leicht merkwürdig aus. Ich weiß nicht, ob er da eine Attacke durchgeführt hat, aber es sah so ein bisschen aus, als wollte er sie durchführen, ist hängen geblieben und hat dann dabei nichts gebacken bekommen gehabt. Was natürlich der, wie immer, sehr ulkige Fehler oder Problematik, dass sie ganz gerne mit ihren Händen es nicht schaffen, wieder vor den Körper zu kommen. Und dementsprechend, es sieht sehr elegant aus, was sie da machen. Und dann, dadurch, dass so viele Gegner hier auf einmal besiegt worden sind, könnte es ja einfach der Fall sein, dass hier Einheiten unterhalb den Massen einfach festklemmen. Ist er der Letzte, der lebt? Hohoho. Attack! Ist es nicht einer von denen, die sogar diese Spezialfähigkeit drauf haben? Oh, er hat sogar tatsächlich seine Arme gekreuzt gehabt. Cool. Nice. Ja, aber so lustig das ist, es ist natürlich gleichzeitig definitiv, für mich zumindest, nicht unendlich interessant, einfach nur blind Einheiten in den Kampf zu schicken. Die Missionsstruktur gefällt mir da in Hinsicht eigentlich besser, weil man halt so gewisse Vorgaben bekommt und keine Ahnung, muss ich zugeben, habe ich jetzt noch nicht so tief reingeguckt, wie Kampagnen wirklich von User kreiert aussehen. Vielleicht kann man da wirklich den Spielspaß nochmal um einiges verlängern. Aber außerhalb jetzt von hier, oh, One Piece und oh, wie sehen denn die Dragon Ball Charaktere aus und hier und da und ho. Man spielt das so ein kleines bisschen an, guckt sich das so ein kleines bisschen an und anders als in der Kampagne könnte ich jetzt hier nicht ungefähr 20 Stunden investieren. Einfach weil das nicht so meins schlichtweg ist. Ja, das ist natürlich dann auch relativ irgendwie zu beobachten. So ein paar dieser Secret Units, die man finden kann. Gerade hier die Giants, da habe ich auch schon so einige Einheiten, gerade von so normaler Natur, die Standard im Spiel vorkommen, denen entgegengeworfen und die sind wirklich stark. Das heißt also, auch hier wieder muss man ernsthaft hervorheben, wie übertrieben gut die ganzen Workshop-Einheiten doch sein können. Klar, es ist nicht unmöglich, dass die auch mal verlieren. Wir haben es ja gesehen, selbst Saitama habe ich in der Vergangenheit unendlich viele Einheiten entgegengeworfen, der hat verloren gehabt. Aber auch da muss man wieder sagen, Saitama verliert eigentlich nur, wenn er ernsthaft eine andere Einheit antrifft, die ebenfalls auf seinem Bullshit-Niveau ist. Zum Beispiel, wenn ich mit der Liptau, der relativ gut funktioniert, sind einfach eine abartige Menge von Artemis. Einfach weil ihre Schüsse so verdammt schnell sein können, dass sie schlichtweg ihn auf Distanz halten. Ja, das ist immer wieder lustig. Wenn zu viel auf einmal passiert, hört der Sound im Hintergrund auf. Also man sieht, er kann theoretisch einiges einstecken, er kann auch ein paar von denen abschleudern, aber die haben ja noch, wow, interessant. Sie haben, hier waren vermutlich in dem Fall im Vergleich zu dem, was ich in der Vergangenheit versucht habe, zu viele von denen. Aber sie haben ja theoretisch noch eine weitere Fähigkeit. Und zwar einen Pfeil abzuschießen, der, weiß nicht, wie man es beschreiben soll, so einen Windstoß hat, dass Gegner weggeschleudert werden. Und dementsprechend, das war so die Problematik, die ich in dem damaligen Versuch miterlebt habe, dass selbst wenn er die ganzen Schüsse tankt und gewisse von denen wieder wegpariert, dass er irgendwann einfach von diesem Windstoß getroffen wird, weggeschleudert wird und dann den ganzen Weg, den er bisher geschafft hat, erneut starten muss. Nebenbei gucken wir mal noch so ein kleines bisschen, was hatte ich bisher noch nicht gesehen gehabt. Wir hatten One Piece so ein kleines bisschen gehabt, einfach nur mal ganz kurz zu so zeigen, was man hier theoretisch noch haben kann. Also man hat Sanji, man hat ihn mit seinem neuen Sober Mask, Jinbei, der sehr ulkig aussieht, aber mal ganz kurz hervorzuheben für diejenigen, die ihn kennen. Interessanterweise hier theoretisch tot. Das hier weist darauf hin, dass er lebendig ist. Da sind ein paar merkwürdige Sachen mit dabei. Usopp, Franky. Franky interessanterweise nur in Standardversion. Chopper als groß. Nami, durchaus gefährlich. Dank dem Klimataktstock. Rob, wenn ich mich nicht verklicken würde. Robin, ja, existiert, wie im Original auch. Und dann gibt es da so ein paar interessante Einheiten, die erstmal noch so gar nicht zu sagen haben. Es gibt also Giants, great. Whitebeard. Sonderweise habe ich das noch nie getestet. Weißt du was? Ich bin mal so frei. Wenn wir hier gerade sind, Whitebeard, Ace. Oh, da sind natürlich. Da sind ja wirklich einige von den Whitebeards mit dabei. Ich glaube nicht, dass sie das gewinnen. Ich glaube nicht, dass die Strohhüte das gewinnen können. Selbst wenn sie theoretisch mehr sind.
Oh. Oh wow, ich habe die Hände noch nie. Interessant, das ist die Fähigkeit, die man eigentlich bei Luffy erwartet, dass sie mehr oder weniger bei Nico Robin auftauchen. Sie halten aber viel aus. Dementsprechend, ich suche gerade das Whitebeard, okay. Denn ich würde mich natürlich schon fragen, wie sie seine Devil Fruit darstellen. Na, vielleicht macht er dann einfach irgendwelche Schlagexplosionen. Ja, bisher habe ich ihn noch nicht mit seiner Erdbebenfähigkeit gesehen. Ja, auf jeden Fall ist natürlich auch hier wieder klar, man hat es ja eh schon bei den Punkten, ganz speziell bei den One Piece-Einheiten eh gesehen gehabt, dass sowas wie Chopper, Nico Robin, die würden niemals auf dem Niveau überleben. Okay, diese gewisse andere Charaktere einfach. Ja, ich würde mal behaupten, dass das ganz schnell, ja, in eine Richtung gehen wird. Am längsten hat Franky überlebt? In seiner Preform? What? Alright. Okay, genug One Piece. Was haben wir denn noch so Feines? Dragon Ball hatten wir alles gesehen gehabt. Functional Free for All, interessant. Ist nicht, glaube ich, eine Einheit, sondern einfach nur, dass man wirklich Einheiten wählen kann. Und die kämpfen dann alle gegeneinander. Wir haben DLC Extra Units, das ist gar nicht mal interessant. Marvel, hatten wir uns Marvel in der Hinsicht angeguckt? Ich glaube noch nicht. Naruto hatten wir noch nicht angeguckt. One Punch Man haben wir zwar nur überflogen, aber das soll erstmal so weit in Ordnung gehen. Plants vs. Zombies, ist vollkommen uninteressant. SWAT ist merkwürdig. Ich mache einfach mal so ein bisschen die anderen noch hier rein, einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was es theoretisch noch geben würde. Wir haben Naruto, da sind die sogar überraschend günstig angesetzt. Zum Beispiel Naruto in seinem Bijuu-Mode für 2000. Im Vergleich zu Sasuke mit seinem Bullshit-Zeug. Aber mal im Vergleich zu beobachten. What? Das sieht alles sehr merwürdig aus. Aber da ich das ja Endgame ist eigentlich nicht richtig, aber das Ende von Naruto leider sehr, sehr schlecht ist. Hier passiert so viel. Oh, also er hat so eine Art Teleportfähigkeit, so wie es scheint. Was ihm im Endeffekt dann scheinbar doch nicht geholfen hat. Oh. Gucken wir einfach mal. Son Goku? Mal. I don't know. Final Form Naruto. White Set zu Black Set zu Jiraiya. Gott, der Blödsinn, den sie bei Boruto gemacht haben mit Jiraiya, ist sowas von traurig. Aber alles an Boruto ist traurig. Da gibt es ganz simple Ionen. Saipain. Ja, so die große Frage, sowas wie Hidan, der ja sehr interessant in der Sendung war, wieso den hier angeblich umgesetzt haben. Entsprechend, ich schmeiße ihn einfach mal hier rein. Okay, er hat eine Sense, ja, passend. Aber ansonsten. Okay. Wir haben Supervillains. Hydra, Agent, Sniper, Heavy, Ultron Bot. Deadshot. Zeigen wir mal Deadshot. Alright. Ja, also das ist natürlich auch mal so ein bisschen das Problem. Hier übergreifend von unterschiedlichen Entwicklern unterschiedliche Fraktionen gegeneinander zu werfen, funktioniert leider einfach nicht so hundertprozentig. Dann haben wir hier Marvel, Captain America, Iron Man, weitere Iron Mans, weil ja dieses Franchise einfach wild hin und her geworfen werden kann. Der Cheetah-Gorilla, da kenne ich auch so viele Sachen so überhaupt nicht, weil amerikanische Superhelden boring sind. Der Hulkbuster. Das ist doch mal eine gute Herausforderung. Hulk gegen Hulkbuster. What? Was war das für eine Chili-Attack? Die kam von Hulk, oder? Ja, da sieht man natürlich auch Hulk in Grün Rüstung. Vielleicht gibt es eine Situation, wo er tatsächlich eine Rüstung hat, aber ich habe das Gefühl, dass es kein. Doch, es gibt Grün als Hautfarbe, denn man sieht, sein Kopf ist grün. Ansonsten, irgendwer hat hier Schiss. Oh, okay, das sind Raketen, die er verschießen kann. Irgendwo aus dem Nichts irgendwas noch gehört.
Gucken wir mal ganz kurz. Okay, er hat einiges an Schaden genommen und er noch so überhaupt nicht. Okay, also der Hulkbuster scheint wirklich in der Lage zu sein, den Hulk zu basten. Was auch immer. Oh, ist er enraged? Es gibt gewisse Einheiten, die, glaube ich, halt so eine Art Rage-Funktion haben. Okay, also das wird sich hier vermutlich gleich entschieden haben. Also, ich will nicht sagen, das ist nicht interessant, einfach mal so ein bisschen zu gucken. Einfach mal zu sehen, was so möglich ist, was sie sich da gedacht haben. Ghost Rider. Obwohl ich bei Ghost Rider immer an die Persona aus Persona denke. Ultron. Ist Ultron? Ich dachte, Ultron ist groß. Deswegen gerade immer die großen ein... Wow, wow, Spiel. Wow, okay. Aus irgendeinem Grund wurde das dann auf einmal richtig laggy. Wolverine für 7000. Scarlet Witch, Black Widow Movie. Hawk Endgame, Fragezeichen? Oh, Thanos. Okay, Thanos müssen wir vermutlich mal gegen so ein paar andere antreten lassen. So, DC, da haben wir nochmal so ein paar Leute. Ich gehe einfach mal hin und schmeiß die rein, die ich kenne. Shazam, verwechsel ich immer mit Kazam oder mit Jackie O'Neal von mir aus. Flash, Green Lantern. Superman ist langweilig. Dementsprechend so oder so will ich nicht reintun. Flash ist in Ordnung. Wonder Woman, alright. Pack das Lasso aus. Aquaman, das aus irgendeinem Grund Relevanz hat. Batman, bester Held. Eine Sache will ich gucken, wenn wir hier gerade eben bei Marvel waren. Wo ist Spider-Man? Deadpool ist noch dabei. Weißt du was? Deadpool hier ganz oben hin. Und dann, wenn ich ihn denn finden dürfte... Spider-Man! Genau. So, ihr kämpft da oben und dann gucken wir später, wer vielleicht gewonnen hat. Dann gucken wir nochmal ganz kurz. Okay, das war's dann da hinten auch tatsächlich. Und dann gucken wir bei DC Comics nochmal ganz kurz weiter. Batman haben wir drin. Martian Manhunter sagt mir gar nichts. Hey, hier ein Robin, hi. What the? Ja, schön mit dem Flip reingekommen. The Joker. I'm the Joker, baby. Supergirl. Na, Supergirl ist mir zu sehr in die Richtung. King Shark. Batman Classic. Harley Quinn. Okay. Nicht unendlich viele, aber immerhin so ein paar. Let's go. Machen wir das Ganze so halbwegs, dass wir beide gleich sehen können. Oh, da sehen wir wieder hier den Einsatz von den Händen, die bei Nico Robin zu sehen waren. Obwohl da die Schüsse gefühlt über ins Nirgendwo gehen. Okay, die da oben haben weiterhin ihren Spaß. Ist hier irgendeiner schon draufgegangen? Oh, da hinten ist irgendeiner. Wer bist du? Achso, Aquaman, natürlich. Ich bin nicht überrascht. Wow. Hat ihn das zerlegt? Ja, yep, so sehr, wie er sich auf den konzentriert. Okay, also Deadpool ist stärker als Spider-Man. Ist die große Frage, wie Deadpool gegen Aquaman ausgeht, aber das ist mir im Endeffekt doch Wurst. Aber ansonsten bisher schlagen sich die Helden relativ gut gegen Thanos. Selbst Batman ist noch am Leben. Ich hatte Vorbereitungszeit gehabt. Oh, okay. Flash hat diese Fähigkeit, wo er den Gegner einfriert, wenn er ihn mit diesem komischen Flash trifft. Heißt also, das wird vermutlich immer so ein bisschen der Zeitpunkt sein, wo die genug Zeit haben, so ein bisschen was machen zu können. Ja, auch hier wieder. Jetzt kann er sich nicht bewegen. Schönes Bein, das da am Zucken war. Batman da hinten ganz besoffen. Sucht seine Bad Credit Card. Oh, sie haben ihn besiegt. Das heißt jetzt nur noch Deadpool. Deadpool hat es geschafft. Aquaman? Ne, Aquaman lebt auch noch. Oh oh. Gotcha. Ich meine, ich würde es ja lustig finden, bei einem Kampf DC Heroes plus Spider-Man gegen Thanos und Deadpool, dass Deadpool am Ende gewinnen würde. Aber ich habe das Gefühl, der kriegt einfach nicht mehr so viel zu... Ja. Interessant. Also DC, die Handvoll Helden haben es geschafft, den stärksten, von dem, wie ich es bisher mitbekommen habe, Helden von Marvel zu besiegen. Nee, schlecht. So, DC, extra Units. Bitte fragt mich nicht, ob die alle echt sind. Ich kann vermutlich, wenn ich Beschreibung suche, das herausfinden. Aber da sind definitiv so ein paar interessante Einheiten dabei, wie zum Beispiel Deflector Shield, Zombie, Neon Shooter, Ancient Tank, Chakrams, interessant.
The Chicken Man, The Plague Doctor, The Chest Carrier, The Ice King, A Rocket Launcher Man, okay, das ist mir zu langweilig, Angel Guardian, The Chicken Man Man, mhm. Achso, das war's. Dann verwechsel ich das mit was anderem. Hier genau, mit Scrapped und Removed Units verwechsel ich das. Okay, machen wir das nochmal neu. Dann auch da sind nochmal so ein paar interessante Sachen mit dabei. The Thief, The Gatherer, wo ich mal ganz kurz gucken will, was die genau mit sich bringen. Der trägt scheinbar wirklich einen Apfel mit sich und der ein Messer. Ganz simpel. Alright. Knife Thrower, Thief hatten wir schon. The Butcher. The Zweihänder Giant. Aha. The Mirror Shield, genau, mit dem habe ich das nämlich verwechselt. Obwohl vermutlich genau das gleiche tut. The Nunchucks. The Kicking Gin, so angeblich richtig stark sind von dem, was ich gelesen hatte. Napoleon Thoughtman, von mir aus. Okay, also hier. Achso, ja doch. Ich wollte schon sagen, habe ich jetzt das Falsche wieder angeklickt? Ja, in dem Fall dann schon, aber das passt soweit erstmal alles. The Flamethrower sieht sehr merkwürdig aus. Und dann zu guter Letzt natürlich Hillary und ein Terrorist. Besonderweise, umso weiter man raussieht, umso mehr ändert sich die Haarfrisur. Ich meine, ist ja eh fake. Ja, und Hillary, ich meine, als damals 2016, wo das Spiel offiziell zum ersten Mal als Early Access Spiel erschienen ist, war so der Witz, dass in Wirklichkeit sie nicht mit Shurikens um sich wirft, sondern natürlich E-Mails. Und er natürlich als durchgeknallter Waffen. Passend. Okay. Und das Wichtige ist, holy shit, wenn tatsächlich Trump gegen Hillary alleine kämpfen, gewinnt Trump grundlegend. Wow, what the? Was war das für eine Totenfähigkeit? Also ich denke, man sieht schon so ein kleines bisschen, aus irgendeinem Grund ist dieser Drecksack viel zu stark. Wo ich mich schon fast wieder fragen würde, wenn man den einzeln gegen so gewisse Einheiten entgegenwirft, wie gut er tatsächlich die meisten von denen besiegen würde. Denn von dem, was ich mitbekommen hatte, wo ich schon ein bisschen mit ihm herumgespielt hatte, der überlebt für eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Und dementsprechend, jetzt hinten der eine Kollege ist noch am Leben. Aber er, was ihm definitiv nicht hätte so gegeben werden dürfen, ist viel zu stark. So, gucken wir nochmal so ein bisschen Historic Accurate Medical Troops. Auch hier gibt es wieder sehr viele Charaktere. Viele von denen, ja okay, von mir, The Raubritter. Durchaus ulkig. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich würde jetzt nicht so hingehen und sagen, hey, ich mache mal eine Variante von unterschiedlichen Peasants gegen The Nords oder ähnliches. Vielleicht gibt es Leute, die da ihren Spaß dran finden, was vollkommen in Ordnung ist, versteht mich nicht falsch. Jedenfalls sehr cool, one unit every day. Santa zum Beispiel ist sehr gut und dementsprechend, ich gehe mal ganz kurz hin, lass den einen Drecksack da drin. Und wir gehen einfach mal hin gegen Santas ohne Ende und ich kann jetzt schon sagen, dass vermutlich die Santas ohne Probleme gewinnen werden. Denn die Santas haben Geschenke. Und das Lustige ist, wenn sie denn mal ihre Fähigkeit einsetzen. Ah, scheinbar halten sie sehr viel aus, was immerhin etwas ist. Und jetzt, komm, setzt eure Fähigkeit doch endlich mal ein. Ach, der eine, der ganz dahin geworfen ist. Okay, also scheinbar müssen die so ein bisschen näher dran sein. Das heißt also, in dem Schneckentempo werden wir vielleicht demnächst bald miterleben dürfen, was deren eigentliche Fähigkeit sein soll. Da, tada. Sie können nämlich ihre Geschenke werfen und weitere Einheiten beschwören. Und dementsprechend, guten Tag. Tausende von Einheiten, die auf einmal aus dem Nichts kommen. Nice, sehr schön. So will man das doch sehen. Obwohl er eigentlich eingesperrt gehört. Gut, dann, um so ein bisschen weiter zu sagen, was hier theoretisch ist. Gibt Drainer. What's it? Okay. Attack Headbutt. Spawn Witches. Machen wir mal so ein bisschen Krampus? Die andere Richtung bezüglich Santa. Sportfarmer. Ja, da sind einfach so ein paar relativ ulkige Ideen. SWAT Melee, SWAT Shotgun. Interessant, denn es gibt eigentlich eine SWAT-Tier-Einheit ebenfalls, die relativ simpel in der Logik ist. Er sagt, okay, hier,
Leute, die Pistolen haben. Yep. Yep. Works. Sehr schön zu sehen, dass sie das überlebt haben. Keine Ahnung, ob der drauf gegangen ist. Nope, ja, auch am Leben gewesen. Sweet. Ich würde ganz gerne mal hier so ein paar von denen hier reinwerfen. Einfach mal zu gucken, was die noch so im Angebot haben. Denn ich habe logischerweise auch noch nicht alle von denen so... Ha, war da nicht mal mehr? Mit was verwechsel ich das denn? Ja, ansonsten können wir auch ganz gerne mal hier zeigen. Zombie. Conehead Zombie. Buckethead Zombie. Flag Zombie. Ja, hat immerhin die Flagge. Ja, nur wie sie es gehört. Imp-Zombie und nicht unbedingt großer Gargantuan. Aha, interessanterweise. Ich weiß immer noch nicht, warum er diese komische Grabfähigkeit hat. Okay, hier ist immerhin das Schöne. Wenn sie erstmal in den Nahkampf kommen, dann haben sie das relativ sicher. Ja, ich denke, hier ist relativ klar. Hier sind eigentlich die Zombies nicht das Interessante bei Plants vs. Zombies, sondern meine Sachen sind die Pflanzen, die so überhaupt nicht hier drin sind. Und vielleicht sind die irgendwo anders drin, ich habe es einfach nur nicht wahrgenommen. Aber gut. Aber mal ganz kurz den Rest zu zeigen, den ich bisher hier runtergeladen hatte. The Legendary Rise, Bosses, Just Modern Faction, SCP und Cannons and Tanks Update, Star Wars, The Clone Wars, sowie Neon und Void Domain Faction. Die beiden sind meines Erachtens relativ uninteressant, weil es sind einfach nur Dudes. Und vielleicht bin ich da unfair denen gegenüber. Okay. Hat funktioniert, ja. Energy Sword. Ich schmeiß einfach mal absichtlich. Oh. Schön pariert und ihn dabei umgeworfen. Das finde ich sogar relativ interessant, dass er die nicht nur pariert, sondern auch zurückschleudert. Was ihn dadurch sogar relativ gefährlich macht. Ich mache das mal jetzt ganz kurz hier nicht weiter. Ja, und das gleiche geht so ein bisschen zu dieser Void Domain. Da haben sie auch so ein paar anders kolorierte Leute. Die können zum Teil ausweichen. Also sie sind eine Einheit, die nicht schlecht ist. Die haben schon ein ganz cooles Design. Aber halt, da ist halt jetzt nicht so das wirklich große Interessante mit dabei. Sagt, oh ja, One Piece oder ähnliches. Ja, dann hier, Star Wars. Durchaus cool, aber wie man dann auch hier natürlich sehr schnell leider sehen darf. Ja, die nutzen Farmers. Keine echten Sounds mit dabei. Was vielleicht nachvollziehbar ist, aber gerade so Star Wars lebt von den ganzen Soundeffekten vom Soundtrack. Und den natürlich hier nicht zu haben. So ulkig das ist zu sehen, wie gut sie das versucht haben, mit dem, was sie haben, umzusetzen. Ist dann halt leider nicht allzu interessant. Lass mich aber trotzdem mal ganz kurz gucken, einfach weil ich das selber noch nie gemacht habe. Gibt es hier... Es gibt Jedi Knights. Cool. Ich glaube auch hier, Jedi Knights ohne Farbe. Sie tragen im Endeffekt Katanas. Ist ulkig. Aber leider auch mehr nicht... Hat er sich selber getroffen oder haben die irgendwelche Push-Fähigkeiten eingesetzt? Who knows? SCP, Horror und einige Sachen dabei, die durchaus interessant sein könnten. Lass mal ganz kurz gucken, welchen ich in Erinnerung hatte, der doch relativ übel war. Ja, logischerweise irgendeiner der weiter hinteren. Die sind relativ ulkig. Weil die irgendwelche Herzbeam-Sachen verschießen können. Wo ich mich frage, weil es gibt nämlich eine Cupid-Einheit, die man freischalten kann, ob das von der geklaut worden ist. Ja, auf jeden Fall. Oh, er hat es sogar geschafft, kurz nach vorne zu laufen. Wir sehen... Was für Effekte die Mädels hier mit sich bringen. Ich kann sie auf einmal nicht mehr wehren. Kann zum Teil sogar, glaube ich, auch weglaufen. Ja, man sieht, sie kommen näher. Und damit würde ich sagen, kommen wir tatsächlich zum Ende. Entschuldigt, dass ich diesen Teil so ein bisschen am Ende gefüllt habe. Aber ich denke, es war mal ganz in Ordnung, nochmal den Sandbox-Modus so ein bisschen mitzuerleben. Zu sehen, was theoretisch möglich ist. Klar, es gibt noch so ein paar andere Maps, wo ich auch von mir aus ganz kurz zumindest mal auf die Farmer Snow rübergehe. Denn die anderen...
glaube, die Tribals hatten wir alle kennengelernt gehabt. Und das hat also hier in dem Thumbnail ganz klar ein paar Einheiten bereits zu sehen sind. Pharma 1 und Pharma 2 haben wir, glaube ich, gesehen. Genau, das eine mit der Brücke, das eine mit dem Feld da hinten. Mit Evil hatten wir. Lass mich einfach mal. Man hat immer noch die Mädels da gehört gehabt. Da sind zum Teil wirklich ein paar coole aussehende Maps mit dabei, mit wie gesagt auch einigen Sachen, die man dann halt finden und Einheiten freischalten kann, aber halt auch so andere Sachen, hi, die man hier antreffen kann. Da sind wirklich ein paar sehr coole Details dabei. Also im Großen und Ganzen, dadurch, dass ich jetzt mal wieder so ein bisschen meinen Abschiedskommentar abgebe, ich finde dieses Spiel richtig, richtig gut. Klar, dieses Spiel, anders als sein Name, ist nicht ansatzweise akkurat, aber das soll es auch gar nicht. Die komplette Idee zu haben, die unterschiedlichen Einheiten zu haben, die alle ihren eigenen ulkigen Charme mit sich bringen. Hatten wir? Ja, die Map hatten wir gesehen, die Map hatten wir gesehen gehabt. Also gehen wir zu guter Letzt einfach, weil man diese nur nachträglich freischaltet, nochmal hier hin. Das ist meines Erachtens einfach ganz schick gemacht. Sieht ganz cool aus. Ha, cool. Ebenfalls gab es hier so ein paar Sachen, die man freischalten konnte. Und das ist doch eigentlich ganz schick. Ich bin definitiv gespannt, denn meines Erachtens, lass mich aber mal ganz kurz schnell gucken. Dieses Spiel ist weiterhin im Early Access. Das heißt also, yep, Early Access. Gucken wir mal, why Early Access approximate how long? We have most of the base game finished. Full release in 2020. Tja. Das ist jetzt noch nicht so ganz der Fall. Ansonsten finde ich es sehr interessant, wenn ich es gerade sehe. Es gibt DLC, kostenlosen für dieses Spiel, und zwar einen Bug-DLC. Um einfach mal hervorzuheben, Bug-Notes. Added bug, where players can hide, access hidden developer tools such as force push, unit grab, spawn projectiles and gravity modulation. Added a bug, which causes fireworks to be too big and too strong. Also mehr Variance, mehr Zufall wurde mit einem Bug-DLC hinzugefügt. Ich gehe mal davon aus, einfach weil Steam so funktioniert, dass man den theoretisch, selbst wenn man ihn hat, dann wieder deaktivieren kann. Oh, das sieht sogar auch sehr schick aus. Man sieht zwar ganz klar, was Skybox ist und was nicht. Aber cool ist es trotzdem. Also, ich habe sehr viel Spaß an diesem Spiel gehabt. Für mich ist definitiv nicht der Fokus auf dem Sandbox. Aber hier und da gerade zu gucken, was die Community gemacht hat und einfach mal zu sehen, hey, wie sieht denn Goku gegen Superman aus? Wie sieht One Piece untereinander aus gegen andere Fraktionen? Das macht durchaus Laune. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das wird nicht sein, wo ich sage, oh, ich habe jetzt nochmal 60 Stunden an Sandbox hinzugefügt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass andere Leute da durchaus auch, wenn nicht sogar vielleicht sogar mehr Spaß haben als mit diesen Missionen, wo man gelegentlich definitiv Situationen hatte, wo man das Gefühl hatte, das war entweder zu eng begrenzt, es ist schwer herauszufinden, gegen was jede Einheit vielleicht anfällig ist oder was sie vielleicht sogar stark sind. Und wir hatten definitiv Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte nur gewinnen, weil ich das Ganze gecheest habe, weil ich selber den Controller übernommen und die Kontrolle übernommen hatte, die Leute so in den Abgrund geworfen hatte, dass ich das dann ohne Kämpfen, wenn man so sehen möchte, gewinnen musste. Also ich gehe davon aus, dass man trotzdem jede Map gewinnen kann, aber bitte entschuldigt, dass ich da ab und zu gewisse Abkürzungen nehmen musste. Ich bedanke mich erneut. Hoffe, es hat euch gefallen. Und auch hier erneut. Wenn ich in der Zukunft nochmal was finden sollte, weitere Kampagnen hinzugefügt werden. Oder eventuell, da werden wir vielleicht so in der Zukunft nochmal gucken, was vielleicht die Community an Kampagnen erstellt hat. Vielleicht lohnt es sich, dann nochmal zurückzukehren. Für jetzt aber bedanke ich mich, verabschiede mich und bis dann.